Ach, im Stream spiele ich sogar noch. Ach stimmt, das sind ja plus 5 Minuten. Oh, geht's jetzt hier weiter? Ah ne, 2 Minuten. Egal wie das Turnier dann ausgeht. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt noch an den letzten 15 Leuten sind, die. Shit. Egal, tritt sich fest. Die hier ohne irgendwas rausfliegen. Ich gucke dann erst mal, wie, wenn wir hier was gewinnen, wie das dann läuft. Ob wir da an eine feste Uhrzeit gebunden sind. Ob das nahtlos gleich anknüpft an das hier, keine Ahnung. Aber im Normalfall, wenn jetzt danach Cut ist, nach dem Turnier, da würde ich den Stream erstmal beenden, dass die 5 Minuten Delay wieder reingeholt werden und dann würde ich ein bisschen wie mein Guerilla Warfare oder irgendwie so spielen wollen, mal wieder. Einfach ein bisschen hirnlos ballern. Obwohl, so hirnlos ist es nicht. Man kann da viel mit Taktik machen. Wenigstens kriege ich keine Hände, die mich zu irgendwelchen Blödsinn verleiten. Würde es halt interessieren, ob ich dann mit meinem jetzigen Chipsstapel da reingehe in das nächste Turnier. Weil sonst würde ich gleich sagen, ich folde bloß noch und gut ist. Scheinen alle so zu machen hier. Das heißt, es wird jetzt eine richtig zähe Angelegenheit, wenn jetzt alle Folden, die hier knapp an der Grenze sind.
Was aber wiederum dafür sprechen würde, dass wir alle dann mit demselben Chipsstapel näher gehen. Wenn er erhöht, bin ich raus, ansonsten erhöhe ich. Was mir ja wieder viel Zeit verschafft hat, aber ein Zweierpärchen werde ich jetzt nicht ausreizen, garantiert nicht. Also, ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass ich solche Hände kriege, die mir jede Entscheidung leicht machen momentan. Aber das wird wirklich noch eine zähe Angelegenheit hier. Die scheinen sich jetzt alle an ihren Bordchips festzukrallen, die da unten drinne hängen. Also bei Katschu muss ich schon sagen, das ist verdient Respekt, was der hier macht. Ich meine, der hat es nicht nötig. Aber ich schätze mal, der wird es auch ein bisschen abkürzen wollen. Komm, du läufst auf den Geyser und der setzt aus und Jupp kriegst du auch raus. Da kannst du Plans abfassen, genau. Oh, wir sind bei 672. Letzten zwei Plätze waren ausgespielt, glaube ich. 671, 670 war es. Die kriegen schon ein bisschen Knete. Eigentlich könnte man es jetzt schon fast provozieren, 670. zu werden. Oh, hast 1 Dollar investiert und kriegst 2,20 Dollar raus. Nun das Geschäft. Wir sind im Geld. Ja, da bin ich echt gespannt, wie das dann läuft. Bei einem anderen Turnier dann. Aber das war dann richtig übel, ey. Wenn ich jetzt schon vor dem Turnier aufgeregt war. Das ist ja dann nochmal ein Stück höher dotiert. Das ist, was war das für ein 3-3-Standard-Turnier oder so? Dollar 33 Seats garantiert. 200.000 garantiertes Preisgeld. Naja. Also wenn es uns da jetzt wirklich an das eine Turnier reinwirft, gleich im Anschluss,
Schwierig. Weil das geht ja dann auch noch mal eine ganze Weile. Alter, da 30.000 kriegt der Sieger. Fuck my life. Kriegt der 271. Der schlecht platziert ist doch beim momentanen Stand. Uff, uff, uff. Auf ersten Platz beendet. Danke, dass Sie mitgespielt haben. Okay. Oh mein Gott, der hat mich wirklich schon in das andere Turnier gesetzt. Warte, warte, warte. Wir machen hier zu. Und nein. Warte, warte, warte. Fensteraufnahme. Eigenschaften. Das hier müsste es sein. Ja. Okay. Also haben wir noch einen guten Abend vor uns. Ach du Scheiße, mit Gason Hart am Tisch. Du kriegst mich aus der Hand nicht raus. Zu knicken. Oh. Junge. Dachtest du kennst mich von gerade eben, hä? Kollege.